Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 mit der Mark auf der frischen Karte. Es geht weiter heute im Juli. Juli, genau, kurz vor August sind wir aktuell. Was haben wir gemacht? Wir haben unseren Roggen gedroschen, war glaube ich Roggen. Dann habe ich hier gekalkt, gedüngt und hier steht aktuell Luzern im Wachstum. Habe ich hier mal mit angepflanzt, weil ich ja ein bisschen Luzerne noch brauche, dass ich, denke ich mal, beim Winter komme. Das könnte ein bisschen knapp werden. Und um noch ein bisschen die Zeit auszunutzen, ich denke, im Eimer können wir noch drüber hermähen, bevor wir dann vielleicht noch andere Fruchtsorten im Endeffekt einbringen müssen. Unsere Pappeln wachsen auch im Wachstum aktuell. Ich weiß gar nicht, welche Wachstumsphase sie aktuell hat. Jetzt noch eben Wachstum. Ah, guck mal hier. Die sind kurz vor fertig. Und hier zieht sich der komische Streifen weiter. Ah, guck mal hier. Das ist erntereif. Da können wir gleich dran lang, theoretisch. Das ist auch so gut wie fertig. Was auf der 2 auch immer draufsteht. Weizen. Ach so. Das rechte steht noch Weizen drauf. Pappeln braucht noch ein bisschen. Ich habe mir aber schon mal kurz überlegt, heute den ganzen Tag über zwischendurch, nachdem wir mal eben kurz gucken müsst. Wir hätten jetzt theoretisch Weizen, Gerste, Raps wäre theoretisch was, was wir anbauen könnten. Mais ist noch ein bisschen. Na, wir müssen halt dazu. Das Einzige, was halt interessant wäre, wäre Raps, aber für den Anbau weiß ich nicht. Und das weiß ich auch nicht. Sonst die ganze Armada steht wieder im Hof. Guck mal, der gemietete Fendt 714 steht auch noch hier. Brauchen wir auch gleich wieder. Ich habe ein bisschen vorgespult. Ich habe einen Monat vorgespult, weil es halt keine Lohnaufträge, Tiere waren alle versorgt. Also eigentlich so wie immer im Endeffekt. Das lief ganz gut. Wir haben wieder ein paar neue Lohnaufträge. Das Einzige, was mich wieder so ein bisschen stört, ist, wir haben mal wieder mehr Mähen. Wir können mal wieder mehr Ballen machen als alles andere. Das ist natürlich ein bisschen lästig, muss ich sagen, wie es ist. Ich würde ganz gerne lieber mal ein bisschen. Was sind denn die da? Ein bisschen mehr ackern. Aber bei solchen Lohnaufträgen, solchen, kann man schon mal ein bisschen Bock wieder haben. Des Weiteren können wir auch, was hier können wir Tritikale ernten. 66 können wir immer noch ernten. Da können wir noch ein bisschen ernten. Also theoretisch können wir auch noch ein bisschen eine Erntekolonne gleich losschicken. Ich will aber hier erstmal für 310.000 Euro Heu machen, denke ich. Das müssen wir auch trocknen. Und 47. Dann schicken wir den 8er jetzt gleich zum Mähen los, weil der mäht genauso schnell wie der pressen kann. Von daher ist das supi. Dann schicken wir den nämlich jetzt los auf 74. Stopp. Den 8R hätte ich ganz gerne, wo der auch immer gerade rumsteht, vor der Mähkombi. Da steht der 8R. Den hätte ich ganz gerne vor der Mähkombi. Ja, wenn wir jetzt trocknen müssen, dann können wir sowieso ein bisschen schneller machen. Was ich aber mal gerade kurz überlege, ich überlege gerade eben, ob ich die Tritikal am Hof runter, die Luzerne eben am Hof einmal mähe. Was machen wir jetzt auch eben als erstes? Eben einmal unsere Luzerne hier mähen. Bisschen Frosch im Hals. Mein Gott. Ich gehe jetzt zwar auch davon aus, dass wir. Mein Gott. Hier zwar auch, aber ich denke hier.
Ozean erntereif, dann werden wir jetzt so hier anfangen. Oh, das war C. Dann können wir nämlich gleich schon mal eben zusammenschwaden und einsammeln. Und müssen uns dann. Okay. Wir werden mal gucken, ob wir dann gleich auf den Drescher losschicken. Vielleicht Schelm schicken wir den doch gleich auf 66 und dann einen Abfahrgespann sparen und dann sollen die mit abfahren. Weil wenn ich jetzt doch noch keine Hackschnitzel machen muss von den Pappeln, wenn ich da doch noch genug Zeit hatte, weil ich habe mir mal überlegt, wenn wir jetzt wirklich knapp, bisschen knapp an der Zeit wären, aber wir haben ja noch einen Monat Puffer in Anführungsstrichen, hätte ich gesagt, komm, dann müssen wir mal jetzt los und die Pappeln da runterholen. Dann könnten wir nämlich danach sagen, komm, wir pappeln runter und dann neu ansehen. Aber wir haben ja noch einen ganzen Monat Zeit, da sind wir überhaupt nicht in Zeitstress aktuell. Von daher können wir auch ganz entspannt da ein bisschen arbeiten. Was mir gerade so einfällt, heute ist Tag der Deutschen Arbeit, Einheit, Arbeit. Was war heute? 1. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Mein Gott, ist heute. Also Feiertag. Schön, oder? Schönen freien Tag. Für mich weiß ich noch nicht, weiß gar nicht, was ich mache an dem Tag. Wenn ich ehrlich bin, eigentlich ist noch genug zu erledigen. So dumm wie es klingt, aber. Na, wie gesagt, zu machen gibt es sowieso immer genug. Ein Feld, da müssen wir noch Grundsteuer machen. Vielleicht machen wir das dann an dem Tag mal. Wir müssen da echt nur so ein bisschen hin und her rechnen. Ist ja auch alles so. Anstatt das einfach alles zu lassen, wie es ist und sich da selbst wieder Arbeit einzuarbeiten. Das ist ja so typisch Deutschland. Wir machen uns aber wieder mehr Arbeit, als wir aktuell brauchen können. Ist ja so viel, als hätte, es gibt so viele Leute, die genug zu tun haben. Naja, ich weiß nicht, ob das Amt genug zu tun hat, aber ich weiß nicht. Jetzt arbeiten wir, haben, halten wir uns da wieder Arbeit auf. Natürlich jetzt Abgaben abgeben, die Grundsteuer und dann in 3 Jahren oder was es auch immer ist. Müssen wir die dann abgegeben haben oder soll die dann benutzt werden? Ich bin mal ganz gespannt, ob oder ob nicht. Und wenn wir da dann echt noch ein bisschen berechnen, was wir nutzen können und was nicht und welche Fläche wir ausklammern dürfen und so weiter und so fort, dann kann es ja noch sein, dass wir auf jeden Fall noch einen Tag hinterher rechnen müssen. Naja, es kommt alles, wie es kommt. Ich habe auch schon überlegt, an dem Tag vielleicht einfach arbeiten zu gehen. Bleibt so viel auf der Strecke liegen, du kommst gar nicht aktuell gegen an. So ein bisschen, ich wäre ganz gerne in der Inventur schon ein bisschen weiter. Ich weiß, wir haben zwar jetzt erst, wenn ihr das guckt, 1. Oktober. Das sind noch gut 3 Monate bis Ende des Jahres. Dürfen aber auch nicht vergessen, die 3 Monate gehen A, super schnell um. Den halben Dezember kann ich schon mal nicht mehr mitrechnen. Weil ich denke ich mal ab Mitte Dezember, ich denke mal so ab den 17. werde ich denke ich mal Urlaub machen. Über die Weihnachtstage und Feiertage. Denke ich mal, muss ich meistens nochmal abklären, wer dann da ist wegen Ersatzteil und Telefon. Aber ich denke, also mein Plan ist nicht so zwischen die letzte Woche zu arbeiten und so weiter, hatte ich eigentlich jetzt nicht so vor. Deswegen, da müssen wir mal gucken. Deswegen, also eigentlich will ich da dann schon fertig sein mit Inventur und. Das kostet mich garantiert auch noch ein paar Tage.
Naja, mal gucken, was sich so ergibt. Alter, der hat schon 72 Stunden runter. Mein Gott. Naja, müssen wir mal gucken. Eigentlich wäre die lange Wochenende echt prädestiniert für solche Aufgaben. Aber sowas schiebt man gerne mal vor sich her. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es auch fertig. Was man machen muss, man muss vorher vielleicht mal ein paar Maße nehmen. Nicht alles zusammensuchen. Weil du hast ja zum Beispiel Dachschrägen und sowas musst du ja ausklammern oder kannst du ausklammern. Wenn der bis zur Raumhöhe von 2 Metern alles darunter, kannst du ja dann 50% angeben und unter einer Raumhöhe von Meter oder 60, ich weiß gar nicht genau, kannst du, da musst du dann gar nicht mit berechnen und was sowas alles. Da kommt Dachflächenfenster, muss ja wieder ausklammern und hast du nicht gesehen. Deswegen, was ich mich also spontan mal so frage, da wird es ja auch garantiert, wäre dumm, wenn nicht, gibt ja garantiert auch da die ein oder anderen schwarzen Schafe. Das haben wir immer, da kommen wir auch eigentlich nie drum herum. Aber nutzen das dann Leute wirklich so stark aus, dass sie da gar nichts mehr bezahlen oder relativ wenig, fällt das dann auf? Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie bei allen Haushalten in Deutschland gucken, ja, der hatte, das ist bei uns hinterlegt an der Quadratmeterzahl, der hat jetzt, weiß nicht, zur Berechnungseingabe 30 Quadratmeter weniger eingetragen. Ob die dann sagen, ja, das passt so Pi mal Daumen, weil wegen Abzug, Dachflächenfenster, Pi mal Auge kommen wohl hin, 30 Quadratmeter kriegst du ja wohl zusammen oder so. Ob die das dann irgendwie herausfinden, weil ich glaube kaum, dass irgendeiner kommt, sagt ja hier, ich nehme mal Maß oder ich nehme mal Aufmaß, weil dann können die Affen das auch sofort einfach selber machen. Deswegen ist ja alles wieder so eine Sache. Und ich habe bisher noch nirgendwo gefunden, ob es irgendwo eine Liste gibt, oder was heißt eine Liste, ob es irgendwo eine Zahl gibt, die man sagen könnte, so und so viele Haushalte in Deutschland haben das schon gemacht oder müssen es noch machen. Oder ob es wieder so typisch ist, wie es alle, wir machen es mal kurz vor Ende, so letzte Woche oder letztes Wochenende, wo es geht. Deswegen, ich weiß noch nicht, müssen wir mal gucken. Wird blockiert. Die olle Wichse immer. Das ist auch jedes Mal die gleiche Kacke. Das hat zumindest schon mal so einigermaßen funktioniert. Weiß nicht, das ist so meine grobe Vermutung, ob es da wieder so, wie halt immer, sage ich mal, die schwarzen Schafe gibt. Oder ob man dann eher sagt, ja, weiß ich nicht. Aber da wird es auch hundertprozentig wieder irgendwas geben, somit. Wir haben jetzt hier den und den gefunden, der hat das so und so berechnet. Da werden wir wahrscheinlich noch ein paar Schlagzeilen finden. Oder da wird es wahrscheinlich noch ein paar Schlagzeilen zu geben. Wo es dann heißt, hier hat, weiß ich nicht, das oder das berechnet oder das zu wenig berechnet oder das hätte man doch berechnen müssen. Ich weiß es ja noch nicht. Aber Problem ist, es gibt ja auch, ich finde, ich habe zwar schon im Internet ein bisschen geguckt, aber so im Großen und Ganzen, so eine richtig detaillierte Auflistung, was man wirklich rausnehmen darf oder was man mit integrieren darf in der Berechnung, habe ich noch nicht so gefunden. Ich habe zwar ein paar YouTube-Videos gefunden, die das sehr ausführlich erklären, so dumm wie es klingt, aber die es sehr, sehr ausführlich erklären. Also wo es echt auch bildlich und schematisch und so weiter dargestellt ist, was du ausnehmen darfst und was nicht. Die fand ich echt gut, muss ich sagen. Da fand ich das richtig gut erklärt, aber so im allen und im Großen und Ganzen, so der Rest, weiß ich nicht. Ich mache mir da also bei mir auch jetzt nicht so unbedingt die großen Probleme, dass ich das jetzt irgendwie nicht rausfinde oder dass ich da unheimliche Probleme mit habe. Wir haben genug Leute. Ich bin da auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da richtig tief im Thema bin, aber
Mit so ein bisschen kenne ich mich ja auch aus. Und grundsätzlich das auszunehmen, natürlich ist es dann halt, man musst du halt mal eine Stunde mit dem, so dumm wie es klingt, mal mit dem Zollstock und ein bisschen mit dem Taschenrechner mal durch die Butze laufen, mal ein bisschen ausrechnen, was du ausklammern darfst, so was man nicht berechnen muss. Aber im Großen und Ganzen mache ich mir da jetzt keinen so einen Wüstenkopf drum. Da ist zwar natürlich wieder so einen halben Tag Arbeit, gehe ich davon aus. Obwohl ich ja schon, was ich so gesehen habe oder so, die ganze Eintragungssache und so weiter, die ist, glaube ich, gar nicht so wüst. Also was ich so gesehen habe. Also das scheint echt sehr, sehr überschaubar zu sein. Also so viel eintragen musst du da gar nicht, weil du alles einigermaßen rausgesucht hast. Bodengrundwert ist was, oder Bodenrichtwert heißt es ja. Das müssen wir raussuchen. Ich weiß gar nicht, was da bei uns liegt. Muss ich mal selbst nachgucken. Vertrag akzeptieren. Wenn wir das erstmal haben, dann ist doch der größte Teil abgeschlossen, hätte ich gesagt. Gut, ich bedanke mich ganz fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen. Bis dann. Kurz. Tschüss.